Wir befinden uns an der Philharmonie in Köln. Wahrscheinlich einer der legendärsten Spots in Köln für BMXer und Skater. Und den Spot gibt es schon ziemlich lange auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt erst seit 2 Jahren zugezogen. Aber wir gehen hier schon öfters mal skaten. Also ich habe schon in sehr vielen Städten in Deutschland gewohnt. Aber Köln war seit dem ersten Tag irgendwie halt die Stadt, in der ich bleiben wollte. Es gibt super viele gute Spots, Skateparks. Ja, ich fühle mich einfach zu Hause. BMX-Fahren für mich bedeutet auf jeden Fall Familie, egal wo man hinkommt. Keine Ahnung, man hat jemanden vorgestern kennengelernt und morgen pennt man schon bei einem, weil man irgendwie einen Schlafplatz braucht, was auch immer, und hat die beste Session überhaupt zusammen. Skateboarden bedeutet für mich das Zusammenkommen mit vielen Freunden, dass man überall in der Welt irgendwie eine Connection oder einen Draht halt auch zu anderen Leuten hat und man direkt halt mit allen sich viel besser versteht, weil man halt dieses Hobby zusammen hat. Es ist echt mal cool zu sehen, was alles so auf dem Fahrrad funktioniert. So. Ich finde es super cool, ich finde, das gehört alles viel mehr zusammen und ich verstehe es nicht, wenn es da irgendwie Hate zwischen den zwei Sportarten und Szenen gibt. Ich war schon sehr beeindruckt auf jeden Fall, was der Felix heute so gemacht hat. Ja, also ich finde es sehr cool, dass wir heute mal hier zusammen fahren konnten. Jo Andi, wir haben gerade in Köln gefilmt. Ihr seid als nächstes dran. Viel Spaß und hoffentlich bis bald.